Hey Leute, willkommen zurück zu Shadow of the Colossus. Ich fange hier an vom Savescreen. 9 besiegt, nach 3,5 Stunden knapp. Denn ich habe mir nach dem letzten Koloss die Cutscene nicht mehr angeschaut, habe gleich hier aufgehört nach dem Speichern. Oh, mal gucken. Das sieht immer ganz interessant aus. Man wird so in die Karte reingesaugt. Jetzt kommen am Rand auch diese komischen Streifen. Und es geht immer schneller. Also es gaukelt einem diesen Effekt vor, weil die Streifen immer größer werden. Ja. Und kommt die Sequenz nochmal. Ich hoffe, ich habe es jetzt damit nicht übersprungen. Nein, sie kommt nochmal. Und es werden immer mehr Schatten, die um uns rumstehen. Und kabams! Da explodiert der nächste Koloss. Ja, Leute, damit waren es nur noch 7. 7 Kolosse übrig und... Ja, das Let's Play geht noch nicht allzu lange. Also 3,5 Stunden, ja, ist eine gute Zeit eigentlich. Aber ich bin mal gespannt. Die werden bestimmt nicht gerade leichter, die Kolosse. Ich habe es ja schon gemerkt, die am Anfang, die waren ja schon recht simpel. Und, ja, es ist eben immer... Ah, okay. Oh nein. Das sah mir jetzt ganz nach einer Schlange aus. Hahaha. Ich bin ja mal gespannt. Wo ist dein Agro? Agro, mein Freund. Na, wo kommt er denn? Ich höre ihn schon von da. Ja, da kommt er. Hey Agro, lass mich mal aufsteigen, mein Freund. Mein liebes Pferdchen. Aha. Komm. So, jetzt. Ja, wie gesagt, die Steuerung manchmal. So, wo muss ich denn hin? Ja, da löst sich's. Ja, ich muss erstmal raus, sonst spinnt die Anzeige. Also meistens, wenn es so grünlich ist, dann finde ich es nicht richtig. Die nächste. Ah, ah, Moment. Schauen wir noch mal kurz auf der Karte. Das muss hier hinten sein. Okay. Okay, also hier hinten, wo noch die Wolken sind. Das heißt, ich muss jetzt erstmal hier vorne über die Brücke. Ja, machen wir doch mal eben. Also über die Brücke, über den Übergang. Wow, Agro, du kannst ja doch springen. Warum sagt mir das keiner? Naja, okay. Moment, Moment, wo war denn der Übergang? Ich muss gerade mal selbst... Es ist schon ein bisschen doof ab und zu, die Sicht. Ah, ich muss noch eine Kurve nach rechts. Hier, da sehe ich ihn doch. Und manchmal ploppen die Texturen so komisch nach. Irgendwie, als wenn sie noch nicht ganz verarbeitet. Oh, da ist ein Vogel, ein Falke. Ah, den erwische ich aber nicht, oder? Na, schade. Ja, irgendwann werde ich die Achievements noch mitmachen. Auf jeden Fall muss ich dabei den Vogel dann irgendwie schnappen. Frage ist nur, wie kriege ich das hin? Naja, gucken wir mal. So. Oh, über diese schönen Landschaften. Na, wo? Genau, einfach geradeaus. Kann ich nichts falsch machen, glaube ich. An dem Ding daneben war ich schon, an dem Tempel. Na? Es ist eben immer blöd, hier so die Abhänge zu sehen, wo es so ein bisschen runter geht. Denn da will Agro ungern runterreiten, meine ich zu wissen. Also er sträubt sich dann immer so ein bisschen. Auch wenn es so ein kleiner Sprung wäre für ihn, dann hat er da ein Problem mit, keine Ahnung. So. Ah, da hinten ist doch wieder ein Baum. Da werde ich nochmal einen kleinen Zwischenstopp machen. Da war ich wahrscheinlich noch nicht, oder? Ich weiß es gar nicht. Nee, muss man mal gucken. Ob ich da noch ein paar lecker Früchtchen... Oh, was war das eben? Jetzt ploppen die Berge auf. Ja, das meine ich. Die Technik ist so ein bisschen veraltet teilweise von dem Spiel. Aber ich finde es immer noch traumhaft. Also es sieht immer noch richtig gut aus. Oh, da ist der Falke wieder. Ah, Mist. War zu schnell weg. Irgendwann werde ich es schaffen und werde mir ihn schnappen und mal eine Weile auf ihm mitfliegen. Oder? Na, jetzt dreht er ab. Dreht er nicht immer ab, wenn ich auf dich springen will. Oder von unten dran springen will. So, das sieht doch ganz gut aus. Ja, da sehe ich schon, eine Frucht. Da sehe ich schon die Frucht hier oben. Da habe ich sie. Und zack. Eine, da war noch eine. Da war noch eine. Ich habe sie eben noch gesehen, jetzt ist sie mir irgendwie entglitten. Na, macht nichts. Hol ich mir erstmal die. Oder? Jetzt sehe ich sie nicht. Na, egal. Eine Frucht für mich. Yam, yam, yam. So. Da ist noch eine. Ich sehe sie doch. Zwei sogar habe ich eben noch gesehen. So spontan. Drei.
Man sieht sie ab und zu so ein bisschen durchs Laubwerk blitzen, dieses Orange. Ja, da habe ich sie. Alle drei. So, einmal du. Oh, eine Echse. Aber die ist schwarz. Nee, die bringt mir nichts. Ich will die mit dem weißen Schwanz. Ah, und noch eine. Noch eine. Ich habe dich gesehen. Da war sie. Da. Seht ihr es? So ganz schwach sieht man sie immer durch. Ja. Jetzt sehe ich erstmal keine. Nö. Okay, das scheint es jetzt wieder gewesen zu sein. Naja, besser als nix. Oder? Nö, das war's tatsächlich. Naja gut, kein Problem. So, für dich gibt's leider keine Quelle, Agro. Also wir müssen noch ein bisschen weiter reiten, bis wir wieder eine Oase finden, denke ich. Okay, schauen wir doch nochmal. Bravo, Agro. Okay, hier, genau, da immer geradeaus. Schauen wir doch mal. Ich reite mal rechts rum, um den Felsen hier. Yeah, Agro. Ich geb dir die Zügel. So. Um die Kurve. Oh, da ist wieder ein Baum. Sind da noch Früchte dran? Na klar, sehe ich doch schon direkt. So, einmal die. Dann die noch. So, gibt's noch eine? Da vielleicht an dem kleinen Baum? Nö, sieht nicht so aus. Okay. Früchte, Früchte, Früchte. Kommst du bitte mal? Ja, braves Pferdchen. So, und rauf. Ach, da ist ja noch eine. Ah, Mann, jetzt hätte ich die... Das kostet die meiste Zeit hier, die Früchte aufzusammeln. So, das war's schon. Noch eine Frucht. So, Agro, jetzt geht's aber weiter. Entschuldige die Verzögerung. Agro! Agro, komm her. Ja. Nein. Man sollte zuerst Dreieck und dann R1 drücken und nicht umgekehrt, sonst macht man das eben. Naja, gut. Okay. Da ist noch ein Baum in der Ferne, sehe ich doch schon. Noch mehr Früchte, noch mehr. Und ich hätte gerne mal wieder einen Tempel, wo ich noch ein bisschen Lebensenergie... Ausdauer kriege. Was macht denn Agro? Der lenkt halt einfach mal nach rechts. Ich habe gar nichts gedrückt auf dem Stick. Okay, ich kann mir schon denken, ich muss da rechts zwischen die Felsen. Bevor ich das aber tue, Amnonom, gibt's wieder Futter. Für mich, leider nicht für mein Pferd. Was frisst der eigentlich? Frisst der Gras hier unterwegs, oder? Ah, jetzt säuft er. Ich höre es gerade. Platsch, platsch. So, einmal du. Dann, ist da noch eine? Ne, sah nur so aus, war ein Ast. So, Frucht, wo bist du gelandet? Da. Sehr gut. So, haben wir noch eine? Noch eine, noch eine, noch eine? Kann nicht sein, so ein großer Baum und nur eine Frucht. Mann. Aber hier ist noch was, oder? Auf dem schrägen Baum. Mal gucken. Komme ich da rauf? Ja? Nee. Hüpp. Und hüpp. Hoppala. Ja, da sehe ich doch. Das sind Bananen. Okay. Also sehen zumindest so aus wie Bananen. Sind so leicht krumm. Nein. Warum ziehst du immer das Schwert nach einer Zeit? Agro bleibt da, ich komme gleich. Nummer 1. Nummer 2. Und Nummer 3. Das sind die ersten Bananen, die ich hier finde. Interessant. Okay. Hui, aua. Es geht ja schon ein bisschen tiefer. Yam, yam, yam. Banane. Die andere liegt da oben. Haha, komme ich da ran? Ja. Komme ich. Okay. Das soll es gewesen sein. So, schauen wir nochmal. Ja, kurz mal das Schwert rausholen. Und da rein. Okay. Alles klar. Yeah. So, dale. Mal gespannt, was mich jetzt erwartet. Ob es wirklich eine Schlange ist, oder... Oh, oh. Da sehe ich doch was. Nein, bleib da. Wow, was ein Sprung. Da habe ich doch was gesehen. Da rennt schon weg, das Vieh. Habt ihr es auch gesehen? So aus den Augenwinkeln vielleicht? Wo ist sie denn? Da. Da, da, da. Vorsicht, Vorsicht. Habe ich sie erwischt? Nee. Ganz langsam. Ah, bleib stehen. Du blöde Eidechse mit dem weißen Schwanz. Ah. Hey, ich glaube, ich habe sie jedenfalls runtergeschmissen. Ja. Ich habe sie. Nee, habe ich nicht. Bleib stehen.
Na, jetzt habe ich sie aber. Juhu! Wie ich da halt einfach mal aus Zufall finde hier. Ist ja schon lustig. Ich dachte, die rennen nur an den Schreinen rum, aber wahrscheinlich gibt es noch mehrere Orte, an denen man die findet. Immer die Augen aufhalten. Könnte es an der ich vorhin schon eine übersehen habe, im letzten Teil, als ich da durch den Canyon geirrt bin. Ich weiß es nicht, aber die sah schon ein bisschen heller aus als die anderen. Naja, ist ja auch egal. Ich brauche wahrscheinlich nicht die maximale Ausdauer hierfür. Okay. Sieht ja interessant aus hier. Ah, guck mal da. Ein Tempel. Ein Tempel. Und da scheint es reinzugehen zu der nächsten. Hui. Huhuhu. Das aussah. Oh, ich sehe sie schon, die Echse von hier aus. Haha, ihr auch? Habt ihr gute Augen, dann habt ihr sie gesehen. Nämlich hier. Zack. Genau. Durch den Kopf. Armes Vieh. Aber es dient für einen guten Zweck, hoffe ich doch. Es dient zu einem guten Zweck. Für? Na, es ist für einen guten Zweck. So, mal kurz speichern. Ja, wir speichern. Kann sein, dass ich diesen Teil wieder überziehen muss, weil ich wieder nur damit beschäftigt bin, Viehzeug zu jagen. Aber schauen wir mal. Noch haben wir ja... Na, ein paar Minuten haben wir noch. Naja, gut. Okay. So, Agro, komm schnell jetzt. Wir haben keine Zeit. Wir müssen die Schlange töten. Nee. Bleib doch mal... So, jetzt aber. Mal kurz gucken. Ja. Ja. Okay, da unten rein müssen wir. Ja. Und hier rein. Was flattert denn da? Sind das Fledermäuschen? Fledermäuschen? Es gibt also doch noch mehr Leben hier drin. Oder überhaupt auf diesem ganzen Ort. Diesem ganzen Plateau oder was auch immer es sein soll. Okay. Was ist da? Oh ja, das hier ist doch schön. Schön, 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 schön. Alles sandig. Oh, da geht's los. Ich hab mal wieder ein bisschen Angst. Das habe ich aber immer, wenn diese Kolosse kommen. Wow. Ach du Kacke. Oh, es hat Fell auf dem Rücken. Es hat Fell. Da kann ich mich festhalten. Aber ich... Hä? So groß ist das gar nicht. Wow, aus dem Maul kommt was raus. Feuer. Ach du liebes Bisschen. Oh, das ist so ein Sandkrabbler irgendwie. So ein Sandwurm. Oder ich weiß ja auch nicht. Wo ist er denn? Wo ist er denn hin? Wo ist er hin? Wo laufen sie denn hin? Wo ist er jetzt? Ach da. Ja, yeah, ich sehe dich. Ich sehe dich. Warte, warte, warte. Ich hol dich. Oder du mich, war. Oh, spring doch ab. Ich hab... Ah! Verdammt, ich hatte ihn eben. Komm her. Ich hatte dich eben fast. Komm, Agro. Ach, der humpelt, der Arme. Wo ist er denn hin? Agro, komm. Komm, wir müssen den Wurm fangen. Wo ist er hin? Ich habe schon die Schwachstelle gesehen auf seinem Rücken. Wow, da ist er. Wow. Okay, wie kriege ich den denn? Sag mal. Au. Oh Mann, ich sehe gerade gar nichts. Ach komm, Agro. Stell dich nicht so an jetzt. Ist ja nichts passiert. Mir geht's da auch noch ganz gut. So, wo ist er? Der ist doch hier irgendwo hinter. Nee. Hä? Ist Agro dreckig oder ist er irgendwie heller geworden? Ich weiß auch nicht. Okay. Hallo. Wo ist dieser Wurm? Ist jetzt so weit unterirdisch, dass man ihn nicht sieht? Wow, da kommt er schon wieder. Nein, nein. Er verfolgt mich ja. Und, halt dich fest. Nein, halt dich doch fest. Nein. Oh Mann, der ist so schnell. Wie soll ich den denn kriegen, sag mal? Vielleicht kann ich ihn ja auf die Felsen irgendwie locken. Oder an die Felsen, dass er dagegen rennt. Man weiß ja nicht. Ich glaube zumindest, der verfolgt mich. Ah, so kann ich... ich bin so blöd, ich kann ihn ja fixieren. Warum mache ich das eigentlich nicht? So, komm. Hier gegen die Wand. Renn gegen die Wand, komm schon. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ja, yeah, nein. Au. Die haben mich halt immer voll erwischt. Ja, ich weiß, meine Lebensenergie ist nicht gerade berauschend. Hier, komm her. Komm schon. Komm schon, du blödes Vieh.
Fang mich. Wie er halt nicht herkommt. Doch jetzt. Wow, 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 wow. Komm. Ja, gegen die Felsen. Komm schon. Nee, macht er nicht. Wie kann ich den dann hierher locken? Okay, vielleicht hier auf den Stein oder so? Tut er sich da weh, wenn er gegen rennt? Ja, die Lebensenergie könnte sich auch mal ein bisschen schneller aufladen. Boah, da kommt er schon wieder. Au. Okay, ich bin tot. Ach, ärgerlich. Okay. Das zweite Mal, dass ich beim Koloss sterbe. Blöd, blöd, blöd. Na, das brechen wir kurz ab. Oh Mann, da geht's wieder los. Riesenvieh, du. Aber vielleicht muss ich ja wirklich auf diese Steine drauf oder so, um ihn da irgendwie hinzulocken, dass er sich da den Kopf einrennt. So vielleicht. Aha, komm her. Komm her. Aha. Nee, Akku, bleib mal weg. Bleib mal weg. Da kommt er. Bam. Oh nee, so geht's auch nicht. Er macht sie halt kaputt, aber was bringt das? Ah. Vielleicht kann ich ihn wirklich damit schädigen. Also auf jeden Fall sieht das aus wie so Dornen in den, im Boden drin. Vielleicht rennt er sich da wirklich was kaputt. Oh nee, da kommt er schon wieder. Oh Mann. Na. Ah. Agro, lauf. Ah! Die Augen. Hilfe. Hilfe. Ah. Die Augen. Okay. Ja, ich kann ihn nicht von hinten erwischen. Was? Es geht nicht. Boah, da kommt er schon wieder. Okay, ich reite mal auf die Felsen dazu. Hier. Nein, du sollst dich nicht dahin drehen. Hierhin sollst du dich drehen. Oh Mann, ist das viel schnell. Ich müsste ihn doch irgendwie dazu bringen, dass er sich wo irgendwo den Kopf dann einrennt. Na komm. Da kommt er wieder. Oh oh. Dreh rum, Agro. Dreh rum. Dreh rum. Okay. Och nö. Blödes Vieh. Jetzt mach schon. Also ich meine nicht Agro, ich meine den Wurm. Oh. Das tut doch weh. Komm, Agro. Ja, ich weiß, du bist verletzt. Tut mir auch leid, aber wir müssen irgendwie doch mal jetzt was erreichen hier bei dem Vieh. Wo ist er denn? Vielleicht doch so, indem ich auf ihn zureite und dann im richtigen Moment abspringe, oder was? Nee, das kann nicht sein. Hier wieder so eine Nadel. Ich muss so eine Nadel wieder erwischen oder so einen Felsen eben. Na? Wo ist er denn jetzt hin? Ah! Hier direkt hinter mir. Wow. Ach du Scheiße. Du blödes Mistvieh. Du blödes Vieh. Nein. Au. Mann, wie soll das denn gehen? Ich will nicht sterben. Ich will nicht sterben. Nicht schon wieder. Könnt ihr blöden Götter mir mal einen Tipp geben oder so? Das wäre sehr nett von euch. Naja. Ja, ich höre da was. Ja, das ist ja schön. Au, was machst du denn da? Warum können meine Beine mich nicht forttragen? Das kapiere ich nicht ganz. Naja, okay. Aber Leute, so leid es mir tut, ich muss hier leider eine Pause einlegen und wir sehen uns im nächsten Teil von Shadow of the Colossus.